Ja, täglich kommt ja nun ein weiteres Bundesland hinzu. Und nun sprach sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für einen harten Lockdown und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit aus. Allerdings erst nach Weihnachten. Im Hotspot Sachsen dagegen gelten die scharfen Maßnahmen bereits ab kommenden Montag. Schlag Mitternacht tritt in Bayern der Katastrophenfall in Kraft. Landesweit gelten wegen der hohen Corona-Zahlen Ausgangsbeschränkungen. So wie hier in Nürnberg dürfen die Bürger in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigem Grund vor die Tür. Ich bin sowieso immer um 21 Uhr zu Hause und ich bin der Meinung, was man machen kann, kann man machen. Dann bleibe halt daheim. Aber bloß, wenn mir das jemand sagt von oben herab, du hast es zu tun, ja, das ist halt für mich das Zweifelhafte. Natürlich ist es für alle nicht cool, aber ich glaube, es geht nicht anders. Während Bayern handelt, überlegt man andernorts noch. In Köln soll heute vorerst nur über den Glühweinausschank in der Öffentlichkeit entschieden werden. Dichtes Gedränge an den Buden hatte hier zuletzt für massive Kritik gesorgt. Dass weitere Maßnahmen folgen, ist für viele Kölner nur noch eine Frage der Zeit. Es scheint ja nicht so zu sein, dass die derzeitigen Maßnahmen ausreichen, um die Infektionszahlen zu reduzieren. Und deswegen ist ein härterer Lockdown wahrscheinlich einfach notwendig. Sagen wir so, wenn es nicht geringer wird mit den Zahlen, fürchte ich, das wird noch kommen. Aber ich bin froh, dass es noch nicht so ist. Sachsen kehrt am Montag zum harten Lockdown zurück. Schulen, Kindergärten und große Teile des Handels werden geschlossen. Hier in Leipzig haben die meisten Bürger Verständnis dafür. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 319 hat der Freistaat die mit Abstand meisten Neuinfektionen unter allen Bundesländern. Ich finde es natürlich schade für die Einzelhändler, aber persönlich, dass die Zahlen runtergehen, finde ich das besser, dass das wieder gemacht wird. Ich finde, das ist das richtige Maß und wir sind damit absolut fein. Das Problem ist ja, die Leute waren so unvernünftig, dass man da einfach nicht drum herum kommt. Und der Rest Deutschlands könnte bald folgen. So raten die Experten der Wissenschaftsakademie Leopoldina zu einem bundesweiten harten Lockdown ab Heiligabend. Bis mindestens zum 10. Januar solle in ganz Deutschland das öffentliche Leben ruhen. Andernfalls drohe eine weitere Verschärfung der Lage und damit noch härtere Maßnahmen. Ja, und Dani Koop beobachtet für uns in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden natürlich die aktuelle Situation. Dani, wir haben es gehört, also ab kommenden Montag der Komplett-Lockdown im Hotspot Nummer 1 Deutschlands, also in Sachsen. Wie erlebst du die Menschen? Also wir haben ein paar gehört, die es gut finden, dass es dazu kommt, wegen der Infektionszahlen. Aber sieht das wirklich jeder so? Also ab Montag ist ja die Realität wieder hier in Sachsen, dass man das öffentliche Leben möglichst weit ja nach unten fahren möchte. Was dann auch bedeutet, dass der Einzelhandel schließen muss. Nur noch ja wichtige Geschäfte wie beispielsweise Supermärkte, Drogerien oder auch Apotheken, die dürfen dann geöffnet sein. Und ich war eben hier in einem kleinen Laden, der hat sich so ein bisschen ja auf das Bastelgeschäft ja spezialisiert. Und die Dame, mit der ich mich da gerade unterhalten habe, die hat sich wirklich extrem große Sorgen gemacht. Sie hat mir erzählt, sie musste Anfang des Jahres schon schließen. Das hat ihr einen unheimlichen Verlust eingebracht. Und jetzt, was das jetzt wirklich bedeuten wird und ob die ja, Unterstützung dann noch ausreichen wird, die sie dann vielleicht irgendwann bekommen wird, so hat sie mir das gesagt, da hat sie ja überhaupt gar keine ja, Ahnung, gar keine richtige Perspektive. Und sie hat mir auch gesagt, diese Maßnahmen, die gelten ja bisher erst ja, bis zum 10. Januar. Aber sie hat gesagt, schauen wir uns mal die Gastronomie an. Die haben auch anfangs gedacht, dass sie nur für einen Monat schließen müssen im November. Und auch da gibt es noch gar keine Perspektive. Großes Problem sicherlich dann auch Anfang des neuen Jahres, wie es dann mit der Betreuung aussieht. Das dürfte auch ein großes Problem sein. Eine gewisse Erleichterung, da habe ich schon das Gefühl, gibt es bei Menschen, die zum Beispiel Angehörige haben, die in Pflegeheimen sind. Denn da war die große Sorge, dass es da wieder zu einem absoluten Besuchsverbot kommen könnte. Da hat man sich ja jetzt sogar einig, da gab es wohl auch viele Diskussionen im Hintergrund, dass man Pflegeheime besuchen darf, aber nur, wenn man einen negativen ja, Corona-Test dann auch vorlegen kann. Viele Menschen machen sich natürlich hier auch in Sachsen große Gedanken. Wie wird das Weihnachtsfest aussehen? Wird es anders sein, als das in der Vergangenheit noch der Fall war? Wo kann man sich vielleicht einschränken? Da konnte ich mich mit einigen Menschen unterhalten und wir hören mal in die Töne rein. Wir werden sehr vorsichtig sein. Wir werden überlegen, ob wir unsere Großeltern sehen und ansonsten zu Hause feiern. Wir sind in Familie und feiern brav zu Hause, ohne große Feierparty. Natürlich, es macht einen traurig, aber ich sage mir dann immer und natürlich auch meinen Verwandten, wenn wir dieses Jahr ein bisschen einkürzen, dann werden wir wohl nächstes Jahr ein schöneres und größeres Weihnachtsfest feiern können. Ja, machen nur noch eine ganz kleine Runde zu viert, Leute, die sich ohnehin sehen müssen, weil sie bei der Pflege helfen.
und alle anderen bleiben, wo sie sind, zu Hause. Also Weihnachten wird auf jeden Fall für mich nicht so die Schenke wichtig sein, sondern einfach, dass man sich gesund sieht und dass alle beisammen sind. Das wäre schön. Also wir haben es gehört, für viele wird das Weihnachtsfest ganz anders sein, als das ja noch in der Vergangenheit der Fall war. Man hat hier in der Staatskanzlei in Dresden gestern sehr eindringliche Worte auch gefunden. Das klang so ein bisschen wie auch eine Schelte an die Bürger. Denn der Ministerpräsident von Sachsen, der hat ganz klar gesagt, die Landesregierung, die hat sich jetzt nicht diese Maßnahmen ausgedacht. Das ist ja die Schuld von einigen Menschen, die sich einfach nicht in der letzten Zeit an die Regeln gehalten haben. Daniel, danke dir für den Moment vor die Sächsische Staatskanzlei in Dresden.